wo ist eigentlich das Ende der Welt? Und wenn ich es finde und erreiche, was passiert da, wenn ich dort bin? Der Frage bin ich mal nachgegangen und ich habe eine Spur, die nach Schleswig-Holstein führt. Und ich habe für diese Strapazen, das wird ein Höllenritt werden, das Wetter wird sicherlich sehr bescheiden sein, habe ich Kia mal gefragt, ob sie ein Auto haben, das diesen Strapazen bis ans Ende der Welt zu fahren gewachsen ist. Und sie haben mir netterweise diesen fast 600 PS starken Kia EV6 GT zur Verfügung gestellt. In diesem Moonscape Grey heißt das, glaube ich. Das ist so ein matter, aber schon schimmernder grauer Lack. Sieht unglaublich gut aus. Also, bleibt dabei. Schauen wir mal, wie es am Ende der Welt so aussieht. Na dann los! Die Sonne sinkt, der Himmel beginnt zu weinen. Ich weiß nicht, wohin uns der Weg noch führt. Doch mit dir an der Seite schaffe ich alles. Bleib bitte bei mir und führ mich durch die Schatten. Ach, was gäbe ich jetzt für ein Lambersbrot von Galadriel? Aber eine Käsestulle tut's auch. Ja, es wird rauer. Es regnet. Es regnet richtig. Es wird kalt. Es ist neblig. Ja, man sieht offensichtlich, ich komme dem Ende der Welt näher. Jetzt kommt der Horizont, flimmert seltsam wie Magie im Nebel. Das Ende der Welt. Der Schutzwald, der das Ende der Welt trennt. Der Boden lebt, doch Angst, die hab ich längst abgelegt. Mit dir bis ans Ende der Welt, wo die Straße im Nichts zerfällt. Halten wir uns fest, wenn der Abgrund ruft, fallen wir ohne Fliegen. So, liebe Leute, ich habe das Ende der Welt gefunden. Nee, da ist es. Es ist kurz vor St. Peter-Ording, das Wetter ist scheiße, ich bin in Schleswig-Holstein und habe einen Affenritt hinter mir, aber ich habe das Ende der Welt gefunden. Geil! Das war der Roadtrip für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Noch gar nichts mehr. Doch wer sagt, dass Enden schlecht sind? Vielleicht weht da nur ein neuer Wind. Ich muss noch mal ein bisschen was zu dem EV6 GT sagen. Der hat ja knapp 600 PS und 720 Newtonmeter. Aber er sieht im Prinzip ein bisschen futuristisch, aber er sieht wie eine Familienkutsche aus. Also er sieht nicht nach Lamborghini, Ferrari, Porsche und so weiter aus, hat aber deren Leistung. Und das hat was sehr Schönes, also für mich persönlich, entschuldigt, das ist wieder so ein Männerding, aber es gibt nichts Schöneres, als am Ende einer Baustelle den hinten drängelnden Porsche auf Höhe des Außenspiegels rankommen und dann trete ich auf das Pedal. Und dann verschwindet das Ding am Horizont, weil der ja überhaupt nicht damit gerechnet hat, dass hier so eine Höllenschleuder hinter ist. Und seht's mir nach, ich finde das geil.